kennst du schon mein neues Übungsmaterial zum Berichtsschreiben, das Aktivitätskarten-Set. Wenn du Probleme hast mit Berichten, dann solltest du dir das mal genau ansehen. Und so sieht das Set aus. Diese ganzen Karten kannst du dir als Download ruckzuck auf deinen Rechner runterladen und ausdrucken. Und dann kannst du auch schon anfangen zu üben. Wie das funktioniert, zeige ich dir hier in diesem Video. Du nimmst die Aktivitätskarte und schneidest an diesen beiden Stellen die Karte ein, klappst dann die vier Eckchen nach unten. Zuerst liest du nun den ersten Bericht von diesem Set und dann drehst du die Karte um und beginnst sie auszufüllen. Erst hier das Deckblatt. Schreibe auf, was das für Berichte sind. Ein Polizeibericht, ein Reisebericht und der Unfallbericht. Es gibt nämlich ganz verschiedene Berichtarten und dann klappst du die einzelnen Ecken auf und beantwortest die Frage. In welcher Zeit wird ein Bericht geschrieben? Was musst du im Bericht vermeiden? Was hat in einem Bericht nichts zu suchen? Und was darfst du in einem Bericht machen? Kreuze deine Antworten an und kontrolliere dann mit dem Lösungsblatt. Und so machst du das auch mit den anderen Karten. Das Set zum Berichtschreiben, das gibt es auf meinen Internetseiten als Download auf www.lernförderung.de und auf www.reimannhöhn.de. Den Link, den findest du natürlich unter dem Video. Und wenn dir meine Videos gefallen und mein Kanal, dann abonniere ihn doch und schau dir ganz viele von meinen 1000 Videos zum Schulstoff an. Viel Erfolg beim Lernen!